So, jetzt sind wir wieder bei Outlast. Ja, die Hochzeit läuft und da ist das Bild von irgendeinem Typ. Das haben wir noch gar nicht vielleicht. Das ist bestimmt der Macher. Ach, da ist er ja. Das ist bestimmt der Macher hier, der... Der Maker. Der Al Gore. Ja. Wegen Gore. Weißt du? Ja. Ja. Wo ist der? Ich poppe den jetzt voll. Du poppst den, aber ich glaube, das kannst du nicht. Der bleibt doch schon... Nein. Der ist weggefoppt, ey. Ah! Idiot! Ah! Nein! Ja. Da. Ja. Das... Okay. Ah, Mann, ey. Ja, wo soll ich denn hin? Hast du den hart gefoppt? Guck mal, ich mach ihn noch. Also, du musst den in den Raum locken und dann einmal die Kreisrandnummer machen wahrscheinlich. Aber das mag ich nicht. Ja, ich weiß, aber... Kann man das nicht mal auf leicht stellen, ins Spiel? Nee. Wenn du spielst, spiel mal immer auf leicht. Moment. Auf sehr leicht. Du hast doch selbst... Hab ich, ja. Ja, da steht auf einmal. Der kommt gar nicht, oder? Der wartet das. Oh! Okay, er ist schneller. Oh, fuck, ich hab dann schon wieder erstorben. Aber immer so in die Nieren rein, gell? Ja, wahrscheinlich in die Schritte. Mach mal die Cam an. Ja. Alles klar, dann muss ich da durch, dann das wegschieben, dann da durch, dann hab ich keine Ahnung mehr, wo ich lang muss. Ja, dann musst du in das Zimmer locken. In diesen großen Raum da. Der ist doch behindert. Ja, aber... Weil du musst ja da, wo der herkommt, da musst du ja lang. Ne? Ja. Verstehst du? Ja. Verstehst du? So, na gut. Der kommt jetzt von hier. Da musst du hin. Jetzt musst du ihn erstmal hier reinlocken. Oder was anderes. Was ist das? Was macht er denn? Macht er nichts. So viel, ne? Finde er gerade gut, oder? KI weiß nicht so genau hier darauf zu reagieren oder was? In der Form ist. Fuck! Ja, ist auch gut, ne? Meinst du, kannst vorbeirennen? Nein, nicht dahin! Nicht zumachen, einfach hier. Oh! Ach, fuck off. Das hättest du jetzt sehen müssen, wie du jetzt hier hinten so anfangen. Oh Mann! Was ist los? Das ist schwer auf einmal. Das Spiel ist schwer geworden. So spielerisch auf einmal. Nicht wegen Schockmoment, sondern einfach. Keine Ahnung, das ist wie damals, Tetris. So. Oder so. Hast du jetzt Level 50 erreicht für die ganzen Blöcke und alles? Ja. Okay, nochmal. Achso. So. Ich hoffe, der hat sich wenigstens die Hände gewaschen da. Und anscheinend muss ich ja wirklich weglaufen vor dem, damit er mir hinterher rennt. Dann kann ich erst irgendwas machen. Wenn ich so offensiv auf den Zug gehe, dann interessiert ihn das ein Fuck. Ja. Aber das kann es doch nicht sein, hier irgendwie. Ja, ich dachte jetzt, das sagst du immer, machst du hier dann Roundlauf? Da kommt er schon, siehst du? Und du weißt mal. Ja, brauchst du, guck mal, das ist so hell. Du machst jetzt nur die Batterie leer. Ach Junge. Mach's gut! Zack! Merk nix! Also fuck die Tür! Rechts ist. Na gut. Keine Ahnung! Ja, da musst du durch. Du bist von niemandem die Mutter, hast du gehört? Boah, was der ein Chaos hier angerichtet hat, ey. Och jo, hui. Da steckt das Setschmo noch drin. Aber der kommt hier, der hat wahrscheinlich so Generalschlüssel, der geht jetzt einfach so durch so eine Tür und steht wieder vor uns. Oh, fuck, ey. Die war doch eben offen. Ja, Exit. Ja, und jetzt passiert was. Nee, jetzt komm mal raus. Ah, oh, fuck! Wir hätten das ahnen können. Jo, jo, war denn der nicht hingeschlagen? In your face. Jetzt hat das Messer weggesteckt. Das ist sauer, ey. Oh, jetzt bin ich in der Sporthalle. Oh, nee.
Ja, am Hals hat er das jetzt. Guck mal nach rechts. Im Schatten. Oder kannst du nicht gucken? Mhm. Der ist aber stark. Oh. Naja, das ist aber Rollen, ne? Das ist schon klar. Achso, ja. Also da. Oh, oh. Oder ist so schwer. Oh, jetzt fällt alles runter, oder? Was ist los? Also, der zieht uns wieder hoch. Oh, shaking! Shaking! Ja! Hä? Jetzt hängt er hoch! Hä? Wie? Warum? Oh, da steckt was in dem. Drin. Oh, oh, nee. Erster Endgegner jetzt besiegt. Tut weh, ne? Ah. Alter. Schwein. Der Witwer. Er ist tot. Der Amateurchirurg, künftiger Vater, Ehemann. Sein Eingeweide sind zerrissen und aus seinem Bauch gezogen. Ich versuche nicht zu lachen. Oh Gott, Lisa, ich schwöre, ich gebe mir Mühe. Nicht zu lachen, oder was? Ja. Jetzt stellt sich ja noch drunter, oder was? Ja, ich bin der Flat Teppich. So. Und da ist schon wieder was. Der Fehler, oder wie? Ja. Ah, das ist schon wieder das Französische. Okay, gut. Aber wieder zurück, ich muss doch raus, ne? Ja. Ausgang, ich komme! Kommt wieder einer von hinten, packt mich. Nein, das wäre blöd. Ja. Kommt einer von vorne und packt mich. Oder der. Um die Ecke jetzt. Der Billy kommt doch jetzt. Mail Ward. Das ist auch überhaupt kein Exit, ey. Guck mal, wie die das innerhalb von Stunden hier verwüstet haben, ey. Oder sah das vorher schon aus? Bestimmt. Ich meine, die abgeblätterte Farbe und so. Oh nein. Was ist denn jetzt? Kirche. War das nicht. Ah, die Kirche! Ja. Gell? Weil die ist ja abgebrannt im Hauptspiel. Ja, da war man live dabei. Mhm. Na sehr. Nein. Das ist das. Ah, guck mal, das ist voll blutig alles. Hier guckt der Doktor. Wie? Das ist der Doktor, der da liegt. Glaube ich, gell? Ja, ja. Ja, ach, der. Ach, die wollen jetzt, dass der. Der ist jetzt mitten. Also zeitgleich ist dieser. Der. Ja, zeitgleich spielt das gerade. Parallel dazu wahrscheinlich. Wo wir haben den da in dem. Wie heißt es denn? In dem Fahrstuhl eingeklemmt, ne? Ja. Private Polizisten, Söldner, Privatarmee, wie auch immer die sich jetzt nennen. Sie sind genauso hilflos wie wir. Ich muss hier raus. Entkommen. Also da sind wir ja als Journalist direkt losgefahren, als wir die E-Mail gekriegt haben. Ich dachte, es wäre ein, zwei Tage später oder so. Oh, er wird geschossen. Ja. Die sind schon am Ballern und holen die Waffen, die Erlaubnis tödlichen Waffeneinsatzes ein. So, da ist eine Akte. Die nackte Akte. Ja. So, jetzt geht's mal wieder weiter. Sehr geehrte Herren, der Grundstein wurde gelegt, um einen ereignislosen Austritt von Rudolf Wernicke aus den tragenden und finanziellen Systemen von Mount Massive zu gewährleisten. Ja. Sein fortgeschrittenes Alter sollte allen möglichen Verdächtigungen unter den Vertragsarbeitern und den Angestellten entgegenwirken, welche ihn netterweise mit dem Spitznamen der Gruftwächter belegt haben. Und juristisch gesehen starb er vor Jahren. Soweit ich verstanden habe, wurde die Verlegung der Patienten bla bla und bla bereits geplant. Wir alle sind schrecklich aufgeregt über das offensichtliche Profitpotenzial des neuen Projektes. Meine Wissenschaftler haben Wernickes Unterlagen durchforstet und fanden keine Hinweise auf die drei luziden Träume. Ich denke, es ist eine sichere Annahme, dass Wernicke durch den teilweisen Erfolg mit seinem Patienten Billy Hope und seiner eigenen Gebrechlichkeit so sehr abgelenkt war, dass er zu blind war, um die tatsächliche Entdeckung zu erfassen und zu realisieren. Selbst eine minimale Ausbeutung dieser Ressource ist kaum zu unterschätzen. Ich hoffe nur, dass die neuen Anlagen gründlich genug abgeschirmt ist, um Frauen zuzulassen, sodass ich zukünftige Resultate mit meinen eigenen Augen sehen kann. Hey, hey, Helen Grant. Juristische Schadensbegrenzung. Das brauchen die auch, ne?
8. Batari. Ah, das ist zu einfach. Das ist sofort gecheckt, ne? Und du? Du erschreckst dich wieder von dir selbst. Ja. Ah, hier. Zeig mal. Guck dir mal richtig an. Ja, das ist er. Ja. Mit dem Fahrstuhl, irgendwas war mit dem Fahrstuhl. Der hat ihn da reingeklemmt, der kam doch dann noch rein. Ja, ach stimmt, dann ist er. Ja. Aber das ist ja jetzt nicht. Das sieht gar nicht so zugerichtet aus. Nicht. Ne, hänge ich jetzt falsch. Da rein. Ins Licht. Zurück ins Licht. Der Sonne entgegen. Ja. Guck mal, Fenster da aus, du rennst da so durch wie so ein Psycho, ey. Geil. Oh. Aha. Schon wieder Notiz. Aha. Eine Kapelle brennt in der Ferne. Ich wusste nicht mal, dass wir eine Kirche hatten. Wir? Achso, wo ist Gott, wenn man ihn braucht? Der Klassiker. Ja, hier bestimmt, ne. Wir werden hundertprozentig von dem Priester umgebracht. Du bist nicht der Richtige, bla bla bla. Ach du Scheiße. Oh, man sieht seinen Kopf nicht. Der lebt noch. Oh, doch nicht so. Nee. Hm. Ach, guck mal hier. Das ist der Anfang. Der Room. Muss ja irgendwo das Fenster offen sein, gell? Ja, hier sind wir noch. Hier ist der Richtige. Nee, nee. Oh. Das ist gut zugemacht. Nee, hier sind wir nicht reingekommen. Also hier nee, geht's aber nicht irgendwo in der Nähe. Von rechts. Nee, oder? Das wäre lustig. Ah, das wie Nikolaus. Ja, hier musste man auch rein, weil... Jetzt sind wir... Ich fühle mich gerade ein bisschen sicher. Das ist das Problem. Oh. Die drei Blöcke. Ah, das sind die von eben. Ja. Nach Murkoff ARD Zeichneinrichtung. Warnung Level Triple Schwarz. Sicherheitsprotokoll inklusive chemischer Fixierung, physischer Fixierung und separater adaptiver Überdruckkammern sind für die gesamte Dauer des Transfers zu nutzen. Chemische Stimulierung für alles Personal innerhalb von 500 Meter zu dem Patienten ist nachdrücklich empfohlen. Kommunikationsversuche sollten als Halluzination angesehen und ignoriert werden. Gesichtsentstellungen sollten nicht als Zeichen von Verlust der Wahrnehmungsschärfe angesehen werden. Sie sind physisch blind, aber nicht unsehend. Anmerkung, Sicherheitsfreigabe für Projekt Wallrider ist nicht gültig für Informationen über die Patienten bla bla und bla. Eine neue Sicherheitsfreigabe wird ausgeschrieben und ein dementsprechendes Protokoll eingerichtet werden. Eieieiei. Das will ich ja alles lesen. Das haben wir das letzte Mal übersehen. Hier war eine Batterie, ey. Wo dann? Die haben wir uns selbst geklaut. Ach, stimmt, ja. Ja, true. Stimmt. Wir kommen jetzt wahrscheinlich in Räume rein, wo wir... Oh, vielleicht sehen wir ja jetzt den Typen, den wir gespielt haben. Mal so kurz noch, gell? Das wäre zu gut. Das wäre voll, dass der Fanservice auch... Oh nein, schon wieder eine Toilette. Hier ist doch der Typ reingerannt. Kannst du dich erinnern? Ja. Der hat irgendwie zugeknallt. Aber hier ist nicht mehr drin. Oh, Blut. Und hier ist auch offen. Ah, ja, hier. Wie die uns da durchführen, ne? Da unten der Keller, ne, da will ich nicht hin. Die Musik ist auch gerade so beruhigend, ja. Ich glaube, das ist auch aus dem Hauptspiel. Die Musik? Ja. Recreation Hall. Geht nicht. Das ist alles so zugesperrt, die Tür. Bibliothek auch, das ist alles zugemacht. Was ist denn hier? Jetzt hier kommt man normalerweise runter, ne? Ja. Okay, da muss ich in den Keller. Wird gut werden. Hä? Oh, ach okay. Da ist der Keller. Ja, hier geht's noch weiter runter. Wird gut werden.
Was sitzt da im Rollstuhl? Das ist so krass, ey. Ach, wo rennst du denn hin? Ach, da. Ernsthaft? Ist das Ende jetzt, ja? Oh, Billy. Und zerreißt nochmal voll, ne? Was? Haben wir jetzt einen Slap bekommen? Ach ne, ich dachte, das wäre so, ihm seine Hand nochmal ins Gesicht. Ne? Ach, das tut weh. Oh nein, der Geist ist jetzt frei. Komplett so. Ja. Meinst du, man kann uns sehen im Hauptspiel, dass die das dann so reingemacht haben? Weiß ich nicht. Guck erstmal die Notiz noch an. Oh ja. Jerry Blair, der Vorgesetzte meines Vorgesetzten. Ein Mann, der mich hätte häuten, mit Salz bedecken und vergewaltigen lassen, wenn es eine Beförderung und ein paar Martinis bedeutet hätte. Verletzt, sterbend, wenn er nicht schon tot ist. Ich bemühe mich, ihn zu bemitleiden. Tue ich wirklich. Aber nie im Leben lasse ich mich von ihm davon abhalten, von diesem gottverlassenen Ort zu flüchten. Ich komme nach Hause, Lisa. Mhm. Jetzt gehe ich nach Hause. Ich gehe nach Hause. Nee, das ist nicht zeitgleich zu dem, Es ist hell. Weil es hell ist. Ja. Ich bin daheim. Also ich würde sagen, dass man im Outlast hier am... Jetzt hier, was ist, ein paar Stunden später erst kommt. Lass uns das jetzt hier ganz ruhig genießen, diesen Moment. Da, das Auto von denen. Ja, ich komme nach Hause. Aber erst gucke ich hier nochmal rein. Nee. Das ist das Auto? Nee. Das von dem Reporter? Nee. Was ist das? Das, doch, das ist das von dem Reporter, ja. Klar. Na gut, dann ist das, ist ja doch schon da. Was zur... Ja, das ist... Das ist der Reporter bestimmt. Nee, ich glaube nicht. Der Miles gibt Schuhe. Was hat denn der für ein Wendekreis? Wow. 40 Zentimeter. Ist vorbei? So cool, wenn ich jetzt Ja oder Nein drücken könnte. Drück entfernen. Soll ich? Ja. Ja. Also, wir haben es geschafft. Wir sind rausgekommen. Krass. Boah. Das gibt er ja, ey. Im zweiten Teil dann. Ja, ich habe schon gehört, der ist ja in der Mache, hast du erzählt. Ja, ja. Also, ich fand's als DLC fand ich schon gut. Wie viel hat der gekostet? Ich hab's ja 5, 6 Euro? Ich hab's ja nicht direkt bei Steam gekauft, sondern bei so einer Seite, wo du es nochmal günstiger kriegst. Ja, da hat's 5, 6 Euro gekostet. Ja, dafür ist es voll okay, ne? Ja. Weil ich hatte Schiss, richtig viel, du auch. Ja, jetzt am Ende war es eher so ein bisschen... Ja, am Ende war es durchwaschen auch. Ja, wegen diesem komischen Bräutigam, das war wirklich abartig mit dem. Ja. Aber da haben sie sich am Ende gedacht, machen wir nochmal richtig schön... Heavy, ja, ich dachte, der macht uns tot, ne? Wir hängen dann da an dieser Ding da. Und er ist dachte eigentlich nicht, weil das wäre zu schnell irgendwie gewesen. Weißt du, es war nicht so mit so einem großen. Kein großer Knall war da nicht, weißt du? Ja, ich dachte, vielleicht machen sie keinen großen Knall. Aber das war jetzt auch gut, da haben wir jetzt endlich mal gewonnen irgendwie. Wir sind lebendig rausgekommen. Ja, und haben
Der Typ da, wer war das? Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Der hat dasselbe Charaktermodell gehabt wie alle anderen mit Platzhalter. Aber ich glaube, dass im zweiten Teil, dass wir da halt wirklich so ein bisschen die Gejagten sind, dann auch Gejagten sind vor der Murkoff Corporation, weil wir haben ja jetzt gerade voll die Scheiße da rausgeplaudert, ey. Ja. Alles, was wir aufgenommen haben. Man weiß halt nicht, ob man den dann spielt oder irgendwas komplett anderes. Wurde ja gesagt, es wird nicht Mount Massive sein. Ja, das auf keinen Fall, natürlich nicht, weil kein normaler Mensch würde dahin zurückkehren. Ne? Ja. Außerdem, ich meine, das fällt doch auf. Ja. Wie viele Insassen da drin waren. Ja. Ja. Und irgendwann fällt es auf, dass da einfach was im Argen ist. Ja. Gut, dann würde ich sagen, freuen wir uns auf den zweiten Teil. Ja, wir spielen auch. Auf den zweiten Teil und das Halloween war unser Halloween-Spezial. Jo. Ein kleines. Aber immerhin besser als gar keins. Nee, wir machen das. Macht's gut, viel Spaß nach Gruselschön und ich bin der Dan und der Jules sagt auch nochmal. Ich bin der Jules. Alles klar. Ciao. Oh, guck mal, Paul van der Werden hat da mitgemacht. Und Dona Pierre Crochetier Trepanier. Ja, die haben beide mitgemacht. So. Und der Franziska Burden. Der Franziska Burden. Und der VMC Games. Mach's gut, Testmanager, Alan Rush. Das sind sie alle beide nochmal. Jo, dann Tschüssikowski. Delaney Christina Jürges. So, ich drück jetzt tschüss. Und tschüss.